Hi ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben heute wieder Montag. Montags ist immer unser Paketankommen-Tag. Ist gerade unser Tisch angekommen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe schon in mein Maler-Outfit geworfen, weil ich jetzt gleich die Küche, die Ecken streiche. Aber ja, ist der Tisch gerade angekommen. Wir wollen uns mal kurz anschauen. Wir haben die noch gestern vorgefahren. Weird Flex, Bro. Den haben wir auch bei Westwing geholt. Ich weiß nicht, ob der nicht zu billig aussieht, aber wir werden jetzt sehen. Junge, was benutzen die für eine Verpackung, Alter? Warum? Damit der nicht kaputt. Das sind so zwei Ebenen. Da ist eine Fläche, wo man noch sowas ablegen kann. Das ist die bestimmt. Okay, was ist die? Das ist die kleine Fläche und darunter also ist die große. Ja. Passt auf jeden Fall hier. Ja, also die Größe würde passen. Weil ich wollte halt nicht, dass, also meine Oma meinte auch so, wir sollen nicht einen Tisch holen, der so zu ist, weil dann sieht man auch gar nicht so einen Teppich, weißt du? In 2,5 Stunden muss ich los zur Arbeit und ich werde jetzt erstmal streichen, mich fertig machen und wenn ich dann noch Zeit habe, baue ich noch den Tisch auf. Ist Mietja da? Ja, Mietja liegt immer draußen auf dem... Oh. Alter, wie lange will man klingeln? Hi! Hallo! Frau Simmer, wo ist mein Garten? Was zur Hölle? Niemals werde ich meinen Kindern sowas holen. Egal wie sehr die das wollen. Ich weiß nicht, der guckt da kriege ich sogar Albträume von. Keine Ahnung warum, er guckt das immer auf YouTube. Das, was er letztens hier geguckt hat? Alter. Das ist so cringe, ne? Den Mann. Lass Amalia. Die schlagen sich auch, die sind voll aggressiv. Lass Amalia! Ey, Mietja. Oh nein, sie hat wieder einen Karton gefunden. Wieso gehen Katzen immer in Karton? Weil die sich sicher fühlen. Ja, aber wenn die in den Karton reingehen, ist ja was anderes, als wenn die sich einfach da drauflegen. Die freut sich schon, wenn die den berührt. Sind wir schon live? Willkommen bei der Fabio Cam, wie Laura es immer so schön sagt. Wir müssen heute weiter streichen. Laura hat schon die Vorarbeit gemacht, die hat alle Ecken gemacht. Und ich mache mich jetzt ans Eingemachte. Und Laura hat gesagt, ich soll das filmen und nicht immer so viel reden und so. Und ich muss zum Friseur, guck mal, Leute. Katastrophe. So, stell euch mal da hin. Schau, wenn du das siehst. Ich liebe dich. Das Problem ist jetzt beim zweiten oder dritten Mal streichen, dass man nicht mal weiß, wo man gestrichen hat. Weil man sieht nicht mehr. Was macht mein Vater hier? Jetzt guckt er am Fenster. Entra! Hey Freunde! Ich bin müde. Ich bin lost. Wir haben Dienstag. Wir waren gerade noch bei meiner Family, weil meine Schwester heute Geburtstag hat. Und jetzt sind wir 9:30 und wollen aber noch die Küche vorbereiten. Damit wir morgen anfangen können, den Boden zu verlegen. Hier sieht es gerade noch so aus. Ich werde das jetzt aufräumen. Dann werden wir hier sauber machen. Und dann werde ich schon mal die Folie wahrscheinlich darunter legen, dass wir morgen halt wirklich den Boden verlegen können. Ich habe zum Glück morgen frei, also ich kann ein bisschen länger schlafen. Aber ja, wir müssen morgen zum Bau. Was habe ich da? Hier stinkt es unnormal, weil da der Abfluss ist. Wir haben das schon mit so einer Folie zugedeckt, das ist so ekelhaft. Ich will nämlich einfach nur schlafen. Aber ihr könnt mir zugucken, wie ich aufräume. Okay.
mal kurz zeigen, was wir gerade machen. Und zwar haben wir jetzt mit dem Boden angefangen. Wir haben ja gestern die Folie ausgelegt, die habe ich mitgenommen. Und jetzt fangen wir gerade an mit dem Boden. Das Problem ist, wir hatten eine Säge, die wir eigentlich brauchen, einem Freund von uns gegeben, dem Leon. Wir haben voll vergessen, die wieder zu holen, deswegen versuchen wir es gerade nur mit dieser Säge da zu machen. Ja, aber wir müssen auf jeden Fall morgen weitermachen. Wir haben jetzt schon 9:30 irgendwie. Und ja, wir waren eben noch bei Ikea und haben eine Spülmaschine ausgesucht und ich habe mir noch einen Schreibtisch von Ikea geholt und nehme den als Schminktisch. Ich habe, also wirklich schwierig, ich habe so viele schöne Schminktische gesehen, aber die haben irgendwie alle 1000 Euro gekostet, also wirklich waren geisteskrank teuer. Und von der günstigen Variante war nichts Schönes und deswegen habe ich einfach bei Ikea jetzt eingenommen, ganz schlicht und versuche es ein bisschen aufzupimpen mit Spiegellichtern und so. Muss ich da mal gucken. Der wird auf jeden Fall am Montag mitgeliefert mit unserer Spülmaschine. Und ja, ich kann eh erst aufbauen, wenn die Küche richtig eingeräumt ist, weil die ganzen Kartons ja noch im Schlafzimmer stehen. Und hier sieht es einfach nur so grauenvoll aus, wie man es sieht. Hier liegt so viel rum. Kannst du mir einen Bleistift geben? Ja. Ich weiß nicht, wo der ist, ja. Denn irgendwo gesehen. Hier im Lowboard sind bis jetzt auch nur Werkzeuge, Freunde. Das ist ja krank. Achso, und ich wollte euch noch den Couchtisch zeigen. Der ist nämlich angekommen. Okay, das sieht gerade alles so scheiße aus. Ich glaube, man kann sich das nicht ansatzweise gerade schön vorstellen. Aber der Farbe hat ihn auf jeden Fall aufgebaut. Und hier ist halt noch so ein Fach, das finde ich ganz gut. Und man kann ihn auch gut sauber machen von der Oberfläche her. Der ist jetzt nicht mega schick. Aber ich finde den praktisch und der passt hier rein. Ja, hier sind überall Kartons. Der Kühlschrank ist angekommen, deswegen steht da der Karton. Da steht der Backofen. Ja, also nächste Woche sieht sie wieder ein bisschen schöner aus, aber es ist gerade voll die Müllhalde. Achso, wir waren auch noch bei Bauhaus. Ich wollte dich eigentlich mitnehmen, aber wir waren so genervt und müde. Und keine Ahnung, dann vercheck ich immer die Kamera mitzunehmen. Wir haben nämlich noch eine Arbeitsplatte ausgesucht für die Küche, weil bei Ikea ist alles so teuer irgendwie. Und wir waren uns erstmal voll unsicher, welche wir nehmen sollen, also ob wir Marmor nehmen sollen. Wenn ja, dann ob hell oder dunkel oder ob wir Holz und wenn ja, welche Optik. Das ist so schwierig, weil man muss es ja voll mit seiner Vorstellungskraft arbeiten. Und ja, ich habe halt auf Pinterest gucke ich halt die ganze Zeit und ich hatte eine richtig schöne dunkle Küche gesehen mit einer weißen Marmorplatte, also mit Arbeitsplatte und weißem Spritzschutz, also auch Marmor. Und es sah halt unnormal schön aus. Afa wollte es nicht so gerne und dann haben wir uns für ein Holz entschieden. Wir haben das jetzt erstmal reservieren lassen und ja, geben dann am Samstag denen die Maße durch in der Küche. Dann schneiden die uns das zu und ja, also ich denke mal, wir werden auf jeden Fall nicht am Wochenende halt fertig sein mit der Küche, sondern erst Mitte nächster Woche, weil ja, Montag halt erst die Spülmaschine kommt und ja, nächste Woche dann halt die Arbeitsplatte. Also ja, ihr werdet die vollendete Küche leider nicht in diesem Video sehen, aber ja, wenigstens ist es trotzdem schon mal ein riesiger Unterschied zu vorher mit dem Boden und den Wänden und so. Auf jeden Fall machen wir uns erstmal noch ein bisschen den Boden und dann gehen wir auch schlafen. Ich bin eben von der Arbeit gekommen und der Fabi hat in der Zeit den Boden fertig gemacht. In der Küche, ich zeige es euch jetzt mal. Ich habe jetzt auf jeden Fall gerade vom Flur, hier waren ja die ganzen Kisten mit den Küchensachen. Ich habe die jetzt alle hier ins Schlafzimmer geräumt, weil morgen wird ja die Küche geliefert und dann müssen halt die Sachen hier durch den Flur transportiert werden. Wir müssen den Tisch und das halt auch noch weg tun, machen wir es gleich. Und genau, den Tisch habe ich eben auch ein Stück nach hinten gerückt, damit wir da auch noch vielleicht den Tisch hinstellen können. Hier liegen überall Werkzeuge rum, das ist echt schlimm. Und jetzt zeige ich euch die Küche. Tada! Da liegt jetzt halt noch ein paar Sachen rum, aber der Fabi hat den Boden hier komplett heute fertig gemacht. Und hier war ein bisschen tricky, wegen der Heizung, also das konnte man nicht wegmachen und er hat das so krass gelöst. Hier seht ihr mal, der hat halt einen Halbmond sozusagen reingemacht und zwei Platten genommen. So schlau. Wir müssen halt noch die Wandleisten hier hinmachen überall. Aber das können wir erst machen, wenn die Küche da ist. Genau, damit wir halt wissen, ob die Korpusse nicht ganz an der Wand stehen müssen.
Ja, und dann ist hier, nicht, dass ihr euch wundert, so eine Kabelleiste. Also da wird halt der Kühlschrank stehen, deswegen sieht man das alles gar nicht. Und ja, hier auch die ganzen Schränke. Genau, weil wir brauchten da oben Strom für den Backofen und den Kühlschrank. Und deswegen mussten wir das da hoch verlegen. Da kommt halt noch ein Elektriker, der nimmt das dann alles ab, ob das so in Ordnung ist. Und ja, genau. Also da kommt dann eine Küchenzeile hin. Und an die Seite kommt eine Küchenzeile hin. Genau, so sieht es gerade aus. Die wird dann morgen geliefert und dann mal schauen, wie weit wir kommen. Und wenn die Küche endlich da ist, können wir hier unser ganzes Zeug wieder ordentlich machen. Dann sieht es hier wieder normal aus. Jetzt halt wieder so voll die Baustelle. Und ich habe euch gar nicht erzählt, einfach vorgestern, glaube ich, ist im Badezimmer unser Rohr gebrochen, beziehungsweise so ein Loch reingekommen. Und dann ist die Farbe, das ganze Wasser aus dem Waschbecken, so, ja, die Füße entlang gelaufen. Wir haben vollen Schock bekommen, dachten so, nee, jetzt nicht auch noch das. Und dann, ja, haben wir einfach von einem anderen Waschbecken das da dran geschraubt. Und jetzt geht's wieder, aber wir haben auch ein neues gekauft. Ich bin so stolz auf dich, mein Schatzi. Der Farbe macht alles so gut. Woher kannst du das alles? Was? Warum kannst du das? Ich bin oldschool, Olim. Boah, ich sehe so dick aus. Ich auch, wenn ich von doof. Boah, Leute, ich schwöre, ich sehe aus, als ob ich wie sie, ein Alm irgendwie. Als ob ich auf einer einsamen Insel gestrandet wäre und jetzt schon 40 Tage da, ich weiß nicht was. Nicht schlimm, das ist in Ordnung. Das ist okay, wenn man gerade auf einer Baustelle ist. Wenn die Küche da ist, haben wir uns vorgenommen, gesünder zu sein wieder. So, Freunde, es ist jetzt Freitag. Ich habe gerade was gefrühstückt und ich habe eben geschlafen und dann stehe ich so auf, mein Wecker hat so geklingelt um 9 und ich gucke so und hier liegt alles voller Kartons. Einfach die Küche wurde heute Morgen geliefert, ich habe es einfach nicht mitbekommen. Also hier im Flur fängt es an und dann geht es hier weiter. Alter, das ist so viel. Ich habe hier unsere Bestellübersicht und ich muss jetzt jedes Paket hier kontrollieren, ob er wirklich alles da ist und ob es ganz ist und so. Damit der Fabio heute anfangen kann, das aufzubauen. Der arbeitet gerade noch. Ich muss heute auch um 14 Uhr arbeiten, deswegen kann ich dem Fabio heute leider nicht helfen, das aufzubauen. Aber ja, deswegen sortiere ich das jetzt alles. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich stelle euch mal hier hin, dann könnt ihr mir schön zugucken. Und es stimmt einfach alles. Jedes Paket, was überworfen ist, da. Alle haben zugewarnt, locker wird irgendwas fehlen. So ist es ja auch meistens bei Ikea so. Wir merken das ja in unserem Schrank. Da warten wir auch schon seit 20.000 Jahren auf diesen blöden Griff, weshalb wir die Schranktür nicht aufbauen können. Das nervt uns so krass. Ja, aber bei der Küche ist wenigstens alles da. Ich räume gerade den Balkon noch mal ein bisschen auf. Der Fabio hat hier gestern den Boden geschnitten, deswegen lag hier so Staub und alles. Staub rum und alles. Und ja, jetzt räume ich den auf, weil der Fabio braucht hier wahrscheinlich Platz, um die Küche aufzubauen. Sorry, ist gerade voll dunkel. Und ja, deswegen mache ich gerade Platz. Und dann muss ich mich auch schon fertig machen zur Arbeit. Ich habe heute extra eingestellt im Plan, dass ich eine Viertelstunde früher da bin und eine Viertelstunde früher gehen kann, weil da kriege ich nämlich meine Bahn und bin eine ganze halbe Stunde früher zu Hause. Da kann ich dem Fabio nämlich besser helfen. Und ja, genau. Ich freue mich auch voll, wenn wir die Wohnung fertig haben und dann. Also jetzt ist das Wetter ja auch schon schöner, wenn es dann warm ist, dass wir auch den Balkon so richtig schön machen können. Ich wollte da so eine schöne Sitzlounge machen. Ich habe sogar im Bauhaus eine gesehen, die echt passen würde. Also unser Balkon ist gar nicht so klein. Hier sieht die Nummer natürlich jetzt nicht so toll aus. Also die Fliesen sind auch kaputt. Hier wurden nämlich damals Fliesen benutzt, die wohl für drinnen geeignet sind und nicht für draußen. Da sind die halt bei der Kälte aufgeplatzt. Ja, ist auch nicht so nice. Aber genau, ich habe jetzt erstmal hier Platz gemacht. Und ja, wenn wir uns um den Balkon kümmern, dann kommen diese ganzen Schränke natürlich weg, den ganzen Kram hier. Und dann wollten wir halt so die Ecke, so eine kleine Sitzlounge machen. Und dann mit so schönen Blumen und so schönen Lichterketten und so. Ich freue mich voll. Wir haben jetzt 23.21 Uhr, muss man arbeiten. Aber wir fangen jetzt an, irgendwie die Korbe so hier aufzubauen. Wir sind extrem motiviert. Nicht. Ich bin gerade von der Arbeit gekommen und ich dachte, der Fabio hätte gefilmt,
Aber hat er nicht. Wo kommt das denn? Ich hab nur mit ihm geschimpft. Der Fabi und der Jem, unser treuer Helfer, bauen gerade die Küche auf. Also hier seht ihr schon die Korpusse. Der Korpus ist dafür gedacht, dass wir den Fabi da reinstecken und dann kann ich den da einsperren. Statt zu filmen, geh mal bitte weiter ab. Ja, du hast ja nicht gefilmt, ne? Deswegen muss ich das hier machen. Wie fasst du mich an? Piss. Sonntag, also wir haben schon Sonntagabend. Ich habe heute leider nicht mitgefilmt, mir ging es heute irgendwie nicht so gut und ich wollte das einfach nur alles hinter mich bringen. Leon und Jule waren heute hier, haben uns wieder geholfen mit der Küche. Ich habe mit David die ganzen Schubladen aufgebaut und der Fabi hat mit dem Leon schon mal die linke Seite in unserer Küche befestigt und alles. Ich zeige euch nämlich jetzt mal, wie es aussieht. Wundert euch nicht, hier ist richtiges Chaos und es wird auch noch auf jeden Fall dauern. Ich hoffe, dass ihr im nächsten Video dann, also ich hoffe es für uns, dass die Küche dann fertig ist und ich hoffe, dass ich euch dann die fertige Küche zeigen kann. Aber ich zeige euch jetzt erstmal, wie weit wir gekommen sind. So, also entschuldigt für die Unordnung. Hier stehen noch die ganzen Hängeschränke, erstmal provisorisch. Und hier die Korpusse, die haben wir nur erstmal hingestellt, wo sie sein sollen. Und die Seite ist jetzt schon mal dran geschraubt. Das Innen ist schwarz, aber das wird nicht schwarz. Also von außen ist es nicht schwarz, zeige ich das gleich. Genau, also hier wird unser Terranfeld sein, wo wir kochen können. Und da wird dann die Dunstabzugshaube hängen. Wir können das natürlich erst reinmachen, wenn wir dann die Arbeitsplatte haben. Die wird aber noch geschnitten, die bekommen wir erst Anfang nächster Woche. Und genau, hier haben wir auch schon den Backofen drin. Der ist noch ein bisschen bematscht vom ja, Festmachen. Aber genau, der ist von Bosch übrigens. So sieht der aus. Ich finde es richtig cool, dass der halt auf Augenhöhe ist. Ich kenne das halt nur, dass der eigentlich unten ist. Deswegen ist das richtig cool. Genau, den haben wir hier. Und hier ist unser Kühlschrank. Also genau, da müssen wir halt auch noch die Dinger hier an die Türen dran machen. Und da unten unsere Gefriertruhe. Der ist jetzt noch nicht im Gebrauch. Wir haben noch unseren alten Kühlschrank. Und hier ist jetzt noch die Folie drauf. Hier seht ihr aber, wenn die Folie ab ist, dass das so ein Anthrazit ist. Genau, wir müssen die aber austauschen, weil hier haben wir auch so einen Fehler gemacht, hier ist eine Schraube durchgekommen. Deswegen müssen wir diese Tür noch umtauschen. Aber genau, hier könnt ihr euch vorstellen, wie dann die ganze Küche aussehen wird, also in diesem Anthrazit. Genau, so weit sind wir jetzt gekommen, das war extrem viel Arbeit. Vielleicht denkt ihr euch jetzt so, hä, die haben wir gar nichts geschafft, aber alleine, da ist so eine Schiene an der Wand, dass das alles gerade ist, weil hier sind halt alle Wände und Böden total schief. Das hat halt schon sehr lange gedauert. Genau, und jetzt stehen die ganzen Schubladen im Wohnzimmer. Hier ist wirklich so ein Chaos. Ja, die können wir dann aber auch noch nicht reinmachen, weil die können wir erst reinmachen, wenn die Arbeitsplatte drauf ist. Also ja, hier ist es halt noch mitten auf der Baustelle sozusagen. Ich denke und hoffe, dass wir so Donnerstag ungefähr fertig wären, Freitag, sodass wir wirklich das Wochenende haben, mal um zu entspannen, weil wir können nicht mehr, Leute. Seit 3 Monaten sind wir hier am Rumwerkeln, immer nach der Arbeit. Das ist so krass, ich könnte mir vorstellen, wie anstrengend das ist. Ja, naja. Trotzdem wollte ich euch kurz zeigen, wie weit wir gekommen sind. Es ist gerade sehr schwer, sich vorzustellen, wie das mal schön aussehen soll, aber ihr werdet es nächste Woche sehen. Und ja, ich beende auf jeden Fall hiermit das Video und danke euch fürs Einschalten. Ich würde mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch das Video gefallen hat und über ein Abo für die, die mich noch nicht abonniert haben. Danke auch immer für eure ganzen Kommentare und dass einfach so viele Leute meine Videos gucken. Ich finde das so krass, diese Zahl, wenn ich mir die mal als Menschen vorstelle, ist unvorstellbar. Also vielen, vielen Dank für euren Support. Ich weiß es auch mal zu schätzen. Es freut mich natürlich sehr, dass die Videos so gut bei euch ankommen. Ja, fühlt euch also ganz fest gedrückt und geküsst und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.